Es reicht doch wohl, wenn ich sage Power of the Night, oder? Critters, sie sind da. Ja, bei den Critters handelt es sich um kleine Kreaturen aus dem Weltraum, die ein Raumschiff kapern und auf der Erde in einer Farm abstürzen und von da an die Familie, die diese Farm betreibt, terrorisieren. Parallel dazu erfahren wir die Geschichte von zwei Kopfgeldjägern, die diese Critters jagen und töten sollen, denn die Critters sind, wie sie hier beschrieben werden, die gefährlichsten und gefräßigsten Wesen im ganzen Weltraum. Und diese Kopfgeldjäger-Aliens können sich halt so anpassen mit menschlichen Gesichtern und so weiter. Das klingt im ersten Moment ziemlich trash und das ist es nämlich eigentlich auch, denn der Film von 1986 schwimmt so auf dieser Gremlins-Welle mit. In Critters verfolgen wir eigentlich zwei Plots. Einmal den von der Farmerfamilie, der eigentlich ganz unterhaltsam ist mit relativ typischen Charakteren. Wir haben einmal den typischen Familienpater, dann die unglaublich unsympathische und nervige Tochter in diesem Film. Die Mutter, gespielt von Dee Wallace Stone, bekannt aus Filmen wie The Hills Have Eyes 1 oder auch E.T., später auch in einigen Teilen der Halloween-Reihe zu sehen. Und der Freund der Tochter wird gespielt von Billy Zane. Kennt ihr nicht? Nee, hat in Warnings mitgespielt. Warnings. Und ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich das sage, aber die sympathischste Figur in diesem Film war für mich wirklich der kleine Sohn. Übrigens gespielt von Scott Grimes, den man später auch aus Serien wie Band of Brothers, Dexter kennt oder der auch ein Part der Synchronsprecher in American Dad abgeliefert hat. Der Plot mit der ganzen Farmerfamilie geht eigentlich relativ routiniert und vorhersehbar voran. Der zweite Plot mit den Kopfgeldjägern hingegen, da dachte ich wirklich, okay, kann man wirklich was ziemlich Cooles draus machen. Aber im Endeffekt fand ich den, um ehrlich zu sein, ziemlich lahm eigentlich. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass dieser Kopfgeldjäger-Plot ziemlich vom Terminator inspiriert wurde und auch sonst der Film liefert wirklich herrliche Anspielungen auf andere Filme. Da haben wir zum Beispiel, wie gesagt, den Terminator, Alien, E.T., Ghostbusters. Also wirklich sehr, sehr viele witzige Anspielungen in diesem Film. Und wie gesagt, das Lied Power of the Night wird vor allem in der ersten Hälfte locker 4 oder 5 Mal gespielt. Aber sonst muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, ich fand den Plot und den Handlungsverlauf von den Einfallen her auch ein wenig zu routiniert und vorhersehbar und ich finde, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Wer aber auf jeden Fall die Stars sind in diesem Film, sind die Critters selbst. Ich bezeichne sie gern als kleine Chewbacca, Teufels, schwarze Wollknäuel, Monster, whatever. Aber diese Viecher machen den Film wirklich unterhaltsam. Vor allem ist es extrem witzig, dass die Viecher in manchen Szenen auch untereinander kommunizieren und dann solche Wörter wie fuck in den Mund nehmen. Aber man sieht hier an den Effekten auch deutlich, dass die Macher von Killer Clowns from Outer Space hier am Werk waren, also was die Effekte betrifft. Sonst hat mich der Film, wie gesagt, eigentlich relativ unbeeindruckt zurückgelassen. Ich fand ihn jetzt auf keinen Fall schlecht. Er war auf jeden Fall unterhaltsam, aber ich fand, man hätte da irgendwie ein bisschen mehr draus machen können. Stars waren auf jeden Fall die Critters, die haben den Film unterhaltsam gemacht. Aber sonst fand ich den Film eigentlich nur ein bisschen einfallslos und innovationslos. Man hätte den Film einiges witziger machen können. Er hätte auch blutiger sein können, finde ich. Und aber das ist ja natürlich eigentlich irgendwie schon im Vornherein klar gewesen, aber der Film hatte wirklich null Gruselfaktor. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für den Film, aber ich denke mal, kleine Kinder werden sich ziemlich gruseln bei diesem Film. Aber okay, Critters war unterhaltsam, war nichts Großes, finde ich. Kriegt von mir 5,5 von 10 Punkten, das ist durchaus angemessen. Und dann sehen wir uns bei Critters 2. Ciao! Wenn ihr an dem Film interessiert seid, dann klickt euch meine Kritiken zu Slither, The Hills Have Eyes 3, Mind Ripper und Piranha 3D.